Also historisch ist ja natürlich stark übertrieben. Aber wenn man ein paar Wochen nicht gewonnen hat und dann kommt wieder so ein Dreier und der auch noch gegen Trier, sind das gefühlte 6 Punkte? Na, ist ein Sieg wie alle anderen, aber natürlich wird Zeit für den Sieg. Und dann natürlich gegen Trier ist natürlich was ganz Besonderes. Sind die 3 Punkte natürlich noch viel besser. Also doch gefühlte 6? Ja. Okay, Kevin, wie siehst du es? Ja, kann man auch 9 Punkte zu sagen. Also gegen Trier ist immer, wie der André schon sagt, immer schön. Und jetzt im Pokal noch nachlegen und dann ist alles gut. Moment! 9 Punkte hier. 9 gibt es im Pokal natürlich nicht, aber ich würde sagen, wenn wir gegen Trier gewinnen, ziehen wir direkt in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals ein, oder? Ja, so kann man das nicht sagen. Die anderen muss man auch schlagen, aber dann ist die Chance schon ziemlich groß, ja. Ihr hattet ja zum Schluss verletzungsbedingt ganz klar so ein paar Ergebnisse, die nicht so waren, wie es vielleicht hätte sein können, wenn alle Mann an Bord gewesen wären. Unter den Voraussetzungen, wie wichtig ist es mal unabhängig vom Gegner, dass ihr heute einfach mal wieder Blut geleckt habt und gesehen habt, es geht wieder? Ja, wir wussten es ja letzte Woche in Neckarhals auch schon, dass wir durch über den Kampf kommen müssen. Dann jetzt, wo wieder alle an Bord sind, bis auf Jerry und Hanel, ist natürlich, wir wussten es die ganze Woche, wir haben darauf hintrainiert und das gegen Trier klappt, ist natürlich ein schöner Beigeschmack. Dann lass uns doch einfach mal das Spiel noch ganz kurz analysieren. Klar, am Ende zählt nur der Sieg, das Tor ist drin und Abpfiff und alles jubelt, aber ich erinnere mich so an die ersten Minuten, habe ich gesagt, wenn das jetzt hier so weitergeht, dann würde ich mal nicht auf den Sieg tippen. Ja, wir müssen es ja ein bisschen spannend machen. Also, wir können sie ja nicht direkt aus dem Stadion schießen und da kommen 1-0 reich. War also sozusagen Taktik, mal so ein bisschen die in Sicherheit wiegen lassen und dann loslegen? Ja, so war's. Wie hat der Trainer euch aufs Spiel vorher eingestellt? Gab es da irgendwie besondere Ansagen oder wie sah die taktische Marschroute im Vorfeld aus? Wie gesagt, zu dem Spiel muss man uns nicht schwer warm machen. Es ist ein Derby gegen Trier. Jeder ist heiß, jeder will das Ding gewinnen. Und wenn der Kevin das Ding einfach reinmacht, haben wir vielleicht ein bisschen früher Ruhe. Haha, jetzt kannst du kontern. Ja, wäre langweilig gewesen. Also. Ja. Ja, genau. Pokalmarsch 2. Er macht im Pokal dann 2. Klar, es war natürlich auch hitziges Duell auf den Rängen, aber ich glaube, es ist alles ganz, ganz ruhig geblieben. Jetzt geht es im Pokal nochmal gegen die Trierer. Es gibt also das alte Sprichwort, Generalprobe gelungen und danach geht es in die Hose, aber das zählt bei euch natürlich nicht, das Sprichwort, oder? Nee, das zählt gar nichts und vor dem Pokalspiel sind ja auch noch Spiele, die wir auch gewinnen müssen und von Spiel zu Spiel. Das heißt ja immer auch so ein blödes altes Sprichwort, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ist es eigentlich wieder genau das gleiche Spiel oder ist es im Pokal dann doch irgendwo eine andere Konstellation? Geht man vielleicht dann ein wenig anders ins Spiel rein, mit anderer Vorbereitung, mit anderer Marschroute oder ist es wieder auf geht's Trier? So sieht's aus. Es ist ein Pokalspiel, es ist K.O.-Runde. Wenn wir verlieren, sind wir raus und das wollen wir natürlich nicht. Und deswegen bereiten wir uns die Woche in dem Pokalspiel genauso auf Trier vor wie auch diese Woche und dann sind wir im Pokal auch eine Runde weiter. Vor Trier gibt es natürlich noch ein paar Aufgaben in der Liga zu lösen. Wenn es jetzt mal wieder so schön läuft wie heute, wie siehst du die nächsten Spiele? Ja, wir gehen in jedes Spiel, um 3 Punkte zu holen. Also wir wollen da nicht nur 1 Punkt, sondern alle 3 holen und ja, wie gesagt, von Spiel zu Spiel gucken. Was glaubt ihr, unter der jetzigen Konstellation, wenn mal wieder so langsam das Lazarett sich lichtet, was ist drin für den Rest der Saison? Viele Punkte wie möglich. Tabellenplatz ist dabei uninteressant, aber also für uns, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Wir gehen in jedes Spiel, um die 3 Punkte zu holen. Dass es nicht immer klappt, dass man nicht immer 3 holen kann, das ist Fußball halt eben. Ne? Könnte Politiker werden, ne? Konkrete Frage und dann, er schafft das, sich so da durchzuwurschteln. Und jetzt der Mann für die klaren Worte. Welcher Tabellenplatz? Ne, Quatsch, müssen wir jetzt nicht hier unnötig Druck aufbauen, aber trotzdem, Blick in die Zukunft. Habt ihr euch irgendwann mal jetzt, nachdem man gesehen hat, Mensch, Verletzungssorgen, vielleicht auch mal die Ziele neu gesteckt oder ist das immer nach wie vor von Spiel zu Spiel denken? Nein, also wir haben uns keine Ziele gesteckt. Wie der André schon sagt, wir wollen jedes Spiel gewinnen und dann gucken, was am Ende rauskommt, so hoch wie möglich. Trotzdem, wenn da mal auf einmal so viele Leistungsträger nicht dabei sind, denkt man dann irgendwann, verdammt, jetzt haben wir echt die Seuche am Bein, was ist los? Ja, da soll keine Ausrede sein, da müssen andere spielen und die Spiele gewinnen und ja.
Das ist natürlich ganz klar. Wenn man dann so einen Kader hat, der so super breit aufgestellt ist, weil vielleicht super viel Geld im Hintergrund ist, dann kommt dann einer rein und der andere raus und dann macht das nichts. Aber hier waren ja heute wieder Nachwuchsspieler, also richtige Jugendspieler auf dem Platz. Ja klar, die müssen sich auch beweisen. Ich denke, Kevin und ich, wir haben es auch geschafft und die Jungs, die sind gut. Die spielen in der A-Jugend, in der zweiten Mannschaft und die können es auch. Und sie zeigen es ja auch im Training, dass sie zu uns gehören, dass sie einen guten Job machen. Und dann kann man sich auch einwechseln, das ist gar kein Problem. Abschließende Frage, fällt die dritte Halbzeit, also das, was jetzt noch kommt, irgendwie heute, Sieg gegen Trier, ein bisschen anders aus? Kleine, spontane Gemeinschaftsparty noch, Abendessen, irgendwas? Oder ist das heute ein Ausklang des Sonntags, des Spieltags wie jeder andere? Also ich glaube, wenn das Spiel gestern gewesen wäre, dann wäre es mal ein bisschen Partystimmung gewesen. Aber so auf Sonntag, ein ruhiger. Ja. Scheiß Ansetzung also, ne? Ja. Wir müssen drauf bestehen, die nächsten Spiele gegen Trier nur noch samstags. Danke euch beiden, viel Erfolg für die anstehenden Aufgaben. Bleibt in der Spur, danke euch fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Heimspiel. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf, nächstes Heimspiel, wann, gegen wen? Verrate ich nicht. Verrätst du nicht? Der weiß es auch nicht. Und du? Pfullendorf. Siehste, Pfullendorf, der kann hier beim Quiz vorher mitmachen. Ne? Jetzt heute den Schuss von der Mittellinie gewollt. Komm gut nach Hause, ciao. Thank you.